Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chardon und ihr seht wieder Until Dawn und es geht weiter hier in der Seilbahnhütte. So, was ist denn jetzt da oben? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Mr. Blödbirne, das ist ja sehr eloquent und einfallsreich. Muss ich mal so sagen, ne? Also Hut ab für die Bemerkung. Ich glaube, das ist eine scheiße blöde Idee. Hallo? Danke. Was machst denn du das einmal? Hältst du das echt für klug? Das ist rutschig, ne? Jetzt hör doch mal auf. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Alles klar? Und wie von Zauberhand. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Ja, wir können doch einfach die Tür nochmal. Wow! Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Ne? Oh, jetzt? Ja, jetzt? Ne? Alles klar. Okay. Nicht schubsen, bitte. Okay, vorsichtig. Okay. Oh mein Gott. Gleich da. Ja. Gleich da. Meine Knie sind ganz weich. Jetzt komm mal her, das war deine scheiß Idee. Warum haben wir nicht einfach die Tür benutzt? Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Ja, ich verstehe immer noch nicht, warum wir nicht einfach die Tür genommen haben, also... Ne? Wäre das nicht einfacher gewesen? Ja, schön. Sieht ja schon mal sehr toll hier aus, ne? Also... Fühle ich mich wohl. Nicht funktioniert. Was? Das Funkgerät. Was wird das? Aber, okay, falls nicht... Ja, falls nicht... Plan. Haben wir ein Riesenproblem, du, ne? Können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem, Miss? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er eher von uns erwartet, dass wir wie dämliche Idioten mitten in der Nacht allein durch den Wald laufen, damit er uns da einfach einzeln erledigen kann. Das ist also zusammen in der Lodge, so im Team, wäre es vielleicht ein wenig einfacher. Oh, da liegt was. Ist das ein Totem? Ist das ein Totem? Das ist ein Totem. Sage doch, das ist ein Totem. Ein weißes. Das Glückstotem ist das, ne? Ja. Okay, da wurden die wohl verfolgt und also Chris und Ashley, glaube ich, ne? Und haben gerade noch die Tür zubekommen. Das hat aber der guten Jessica auch nicht so viel geholfen, ne? Ach ja, jetzt bin ich wieder hier. Danger Cliff. Ja, no shit. Wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer versteckten Klippe zu stürzen. Gehen wir wieder, bitte? Oh oh. Scheiße! Shit! Hi! Also das ist jetzt weniger gut. Siehst du, ich hab doch gesagt, so Lodge wäre die bessere Idee gewesen. Das war einfach nur scheiße dämlich da. Das war eine blöde Idee. Ah ja, und sie immer noch schön am Baden, ne? Jeder verreckt irgendwie in der Wildnis und wird gefoltert und sie chillt halt einfach mit ihrem Telefon, MP3-Player in der Badewanne mit einem Psycho-Clown in der Ecke, den sie einfach nicht bemerkt. Scheiß Spanner. Hallo? Leute? Was treibt ihr da draußen? Wollt ihr spannen? Er hat schon jemand. Okay. Da bist du leider zu blöd, das zu bemerken. Und wieder mit Sam um 1:11 Uhr. Wie lange warten die da jetzt bitte im Part drin?
Alter, meine Güte, ihr müsst ja schon ganz verschrumpelt ja sein, die Gute. Wenn ihr da so lange im Bad hockt, das geht ja gar nicht. Jeder verreckt einfach da draußen und sie, ja, ganz chill. Eine Socke. Nochmal meine Klamotten, wirklich? Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Immerhin eine Socke. Cool. Oh Mann, der Psychoclown ist doch da draußen. Hallo, Psychoclown? Josh? Psychoclown. Ein Ballon. Hallo? Alter. Ja, wirklich. Scheiß Uhr, Mann. Hallo? Irgendjemand? Chris? Mike? Emily? Bitte? Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? Ja, wirklich. Es ist voll uncool. Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Dieser Scheiß, da hängt dessen Foto. Ah, schon wieder das Foto, das habe ich doch schon gesehen. Ja, kennen wir schon. Kann ich meine Klamotten jetzt zurückhaben oder soll ich das ganze Wochenende... Ich soll da lang gehen? Ich meine, der... Ich sehe die Luftballon schon, ich weiß, ich soll die Treppe runter, aber irgendwie, ne? Achso. Wird mir wahrscheinlich auch nicht großartig eine Wahl bleiben. Ich hätte halt nur gehofft, wenn ich jetzt nicht das mache, was er will, dass ich da eventuell eine bessere Überlebenschance habe. Wobei ich auch nicht ganz verstehe, warum mich der Psychoclown nicht einfach sofort getötet hat. Macht irgendwie wenig Sinn. Ich meine, der war ja schon im Bad, der hätte mich einfach erwürgen können oder... Keine Ahnung, einen Toaster in die Badewanne schmeißen können oder was auch immer. So klassischer Badewannentod halt, ne? Aber jetzt lockt er mich hier runter. Und was passiert? Keiner weiß es. Hallo? Wo seid ihr bloß? Wir sind alle draußen im Wald oder tot. Dort sind die. Und du bekommst... Oh. Hey! Leute, kommt schon! Ich will nicht mehr! Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir! Ah! Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Was treibt ihr da draußen? Eine hübsche Bademess. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9. Nein. 7. Bitte, nein! Sam! Hi? Nein. Ich bin mal so frei, ne? Tschö. Shit. Springen, ja, spring, komm. Also da sieht er mich doch, oder? Scheiß Clown hier. Ja, in den Keller. Optimal. Lauf.
Scheiße! Soll das ein Witz sein? Kein Türgriff? Ziehen! Nee! Bam! Verpiss dich! Ach du Scheiße! Das war knapp, das war echt arschknapp hier. Na, irgendwie eingesperrt jetzt. Oh, au! Ei! Schön hier. Wirklich. Sehr schön. Ach du Scheiße, ich bin so am Arsch, oder? Ich bin so am Arsch. Verstecken, Weglauf. Versteck dich mal, komm. Er weiß nicht, wo du bist jetzt gerade, oder? Glaube ich. Verpiss dich! Bitte! Puh, okay, okay. Das war gut. Das war gut. Oh, moin! Ja, das lief ja offenbar nicht so ganz nach Plan. Hab ich recht? Na, eigentlich schon. So reiflich brillant geplant und doch im Schlüsselmoment alles vereitelt durch deine Unzulänglichkeiten. Ich sagte, alles, was du tust, hat Konsequenzen. Ja, ich wollte doch, dass du überlebst. Glaubst du, dieser Fehler hätte keine Auswirkungen? Was du tust und was du sagst, lässt die Dinge sich ändern. Mhm. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Isolation. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Boah! Alter! Was bisher geschah. Aufhören, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Wovon redest du da? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Du bist ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Ah, Matt, was ist das? Oh, keine Ahnung. Psychose. 5 Stunden bis zum Morgen. Ganz ruhig bleiben, Emily. Nur keine Panik. Nein, 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 nein. Die werden uns wehtun. Ganz langsam. Siehst du, die machen uns gar nichts. Alles gut. Alles gut. Siehst du, alles fein. Das sind ganz liebe Tiere, die machen einem gar nichts. Nein, nicht. Das ist eine blöde Idee. Schau. Alles gut.
Die braven kleinen Tierchen, die tun einem doch nichts, wenn man ihnen nichts tut, also. Emily, 2.21 Uhr. Ah ja, jetzt mit ihr hier im Start, alles klar, mit der Taschenlampe. Wow, die hat ganz schön Power, ne? Aber noch nicht genug Power, har har har. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir, wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben, für den Fall, dass sie draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. In der Tat. Oh Mann, das muss es ja auch schweinekalt sein. Oh, das ist verflucht grell. Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen, was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Hoffentlich. Na dann. Oh Mann. Oh Mann, das kann ja gar nicht gut gehen hier alles. Wir werden alle jämmerlich verrecken. Im Wald, allein. Mann, die Scheiße, die hier nochmal rauszukommen. Könnt der mit der Axt mal vorgehen, bitte? Also ich meine ja nur. Haben wir hier irgendwas liegen? Nee. Ja, leuchtet es aus, alles klar. Dann mal, ne? Dann gehen wir mal da hoch. Kommst du? Na komm. Ja, der bleibt unten stehen. Eiskalt. Ja, lass halt die Axt unten. Alles klar, du Depp. Wieso lässt er die Axt da unten? Ist der wahnsinnig? Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Weil wir so weit oben sind. Deswegen. Umso höher, umso mehr Wind. Dachte, du bist intelligent. Muss ja auch arschkalt sein, die Leiter, ne? Das hört sich aus Metall an. Also hört sich so an, als wäre es aus Metall. Und hier ohne Handschuhe. So, drück mal auf hier. Hopp. Ja, schöne Jeans. Okay, was haben wir denn hier? Einmal das Ding da, ein Drucker. Ja, toll. Was will ich denn mit einem scheiß Drucker jetzt? Kein Strom. Hier ist ein Funkgerät, oder? Ja, das sieht doch gut aus. Ach, komm schon. Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Weißt du was, wir verstecken uns jetzt hier einfach oben und chillen, oder? Was haben wir hier drin? Oh. Vermisst, wer hat diese Person gesehen? Hannah Washington. Hannah Washington wurde... Ja, okay. Hannah Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr bei der Ski Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Kleidung, Merkmale zur Identifikation. Hannah trug nur ein schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Hannah trägt eine Brille und hat eine Tätowierung auf der rechten Schulter. 172 cm, 50 Kilo... Das ist aber ein bisschen wenig, oder? Ist leicht untergewichtig, oder nicht? Augenfarbe braun, Haarfarbe braun. Können Sie helfen? Ja, nee, kann ich nicht. Die ist nämlich ziemlich tot. Kann ich hier raus? Oder rein, oder... Wunderbar. Da klatscht ihr einfach mal die... Oh! Warte. Bevor wir das jetzt aktivieren, mal gerade gucken, ob hier ein Totem am Start ist. Die sind nämlich ganz hilfreich zum Teil, ne? Diese Totems. Sieht jetzt aber gerade nicht so aus. Was ist das?
Emergency Flare. Ja, guck an. Ja, danke schön. Das nehme ich gerne. Behalten. Gib Matt die Leuchtpistole. Der hat eine Axt, ne? Oder? Ich behalte sie mal. Ich heb sie auf. Das wird mir jetzt so in dem Moment, denke ich, nicht viel bringen, die Leuchtpistole. Okay. Fusebox. Alles klar, die Sicherung. Und rein damit. Rein. Hallo? Okay. Perfekt. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Mir ist nur nicht ganz klar, wieso das Licht unten funktioniert. Ah, der Drucker, warte, den will ich jetzt nochmal hier. Druck mal aus hier. Was haben wir denn hier Schönes? Beth Washington, wer hat diese Person gesehen? Beth Washington. Beth Washington wurde zuletzt derselbe Uhrzeit gesehen, Kleidung, trug einen leuchtenden pinkfarbenen gefütterte Jacke, schwarze Leggings, Skischuhe und eine weiße Mütze. Eben genauso groß, gleich schwer. Mhm, okay. Ja gut, dann machen wir hier mal, ne? Power, Frequenz. Hallo? Hallo? Nochmal? Ah, da haben wir sie. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over! Scheiße. Hallo? Oh mein Gott! Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Hallo? Will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Over. Bitte, 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 bitte Hilfe. Oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain. Und hier ist ein Psychopath. Wenn Sie mich hören, wiederholen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie wir sagen. Wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren? Over. Mein Name ist Emily. Oh mein Gott, okay. Also nicht mein, aber ihre. Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Informieren. Wichtiger, wir hier. Wir sind am Blackwood Mount bei der Ski Lodge. Hier ist ein Killer. Er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte helfen. Sie müssen uns helfen. Oh. Etwas beim Bewegungssensor. Bestimmt ein Scheißring. Hören Sie mal. Bitte bleiben Sie auf Position. Wir schicken Hubschrauber, die Sie da rausholen, sobald der Sturm sich gelegt hat. Oh. Was? Wann? Wie lange? Morgen, so früh es geht. Nicht vor dem Morgen. Scheiße. Oh. Oh mein Gott, ey! Hi. Was ist denn das? Ach, ein Seil. Ja, genau. Alter, jetzt kippt das Ding um. Alter, nee. Ach du Scheiße. Schnell! Ach du Scheiße! Wow. Halt dich fest! Scheiße! Shit! Wow!
Minen, 2.43 Uhr. Da macht aber etwas keinen Sinn. Verdammt! Verdammt! Matt! Oh Gott, Matt! Hilf mir, bitte! Ich komme! Ich bin dabei. Das Ding ist echt verdammt wackelig! Matt! Du musst etwas unternehmen, sofort! Warum springst du nicht einfach auf die Plattform hinter dir? Denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Alles wird gut. Jetzt nicht die Emily, Zeit für Zwiespalt hier. Du hast Angst! Du musst dich beruhigen! Alles wird gut! Ach, hör auf zu labern! Ich halte es nicht mehr aus! Hör auf, mich anzubrüllen und lass mich einfach machen, hä? Okay? Ja, lass dir nur alle Zeit, die du brauchst. Ich laufe ja schließlich nicht weg! Was ist da? Ich versuche, zu dir zu kommen und dich hochzuziehen. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was! Ja, ich rette sie mal. Ich muss. Scheiße, Mann! Oh shit! Matt! Es darf nicht kippen! Komm, jetzt rette sie doch einfach, bitte! Jetzt geht er drauf, ne? Scheiße, Mann! Oh, nein! Emily! Scheiße! Alter, gerade noch. Ja, irgendwas? Wo ist er denn? Der ist da ganz, ganz runtergerauscht, ne? Das ist jetzt nicht ganz so toll natürlich. Okay. Aber irgendwas stimmt da nicht. Ich meine, der Typ hat gerade noch gegen diese Luke da geklopft, ne? Und in der nächsten Sekunde schneidet er auf einmal das Seil durch, also dieses Drahtseil, das Stahlseil durch. Damit der Turm umkippt, das kann nicht dieselbe Person gewesen sein. Da, entweder das Vieh und einer von den zwei Typen, wenn es nicht dasselbe... Ich habe keine Ahnung, ich bin verwirrt. Hier geht so viel ab mit Zombies und Viechern und Mördern und Clowns und... Ne, alles. Es ist schlimm hier. Na gut, Leute, der Part ist jedenfalls vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Würde mich wirklich sehr freuen. Und in diesem Sinne, ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao.